Herzlich willkommen zu unserer Schweden-Rundreise, Vlog Nummer 24. Für uns geht es auf der E45 weiter Richtung Süden, der Sonne entgegen. Wir sind heute nicht lange unterwegs und wollen den sonnigen Tag auf einem schönen Platz genießen. Herzlich willkommen auf unserem teuersten Platz bisher auf der Schwedenreise. Ich habe natürlich gleich diskutiert, warum der Platz 350 Kronen kostet. Das wollte ich nicht einsehen. In Deutschland würde ich nicht mal mit der Wimper zucken für den Preis. Aber in Schweden haben wir bisher eigentlich nie über 300 gezahlt. Aber sie meinte, wir sollen uns das Servicehaus anschauen und das restliche alles, was inklusive ist. Und dann werden wir es schon sehen. Und das hat mich natürlich überzeugt. Und deshalb stehen wir hier und bleiben hier. Stehen hier übrigens ganz alleine. Es gibt niemanden, der sonst noch gerade auf diesem Campingplatz ist. Ja, das finde ich auch geil. Haben wir Platz. Strom ist inklusive aber bei den 350. Anders als sonst auf den Plätzen in Schweden. Kostet aber ab dem 7. Lebensjahr das Kind extra. Haben eine wunderschöne Aussicht. Und den Rest vom Platz, wie toll der ist und was alles inklusive ist und warum der sein Geld wert ist, erfahrt ihr in dem Video. Also, viel Spaß mit dem Video. Also, wenn uns das Servicehaus doch so extrem ans Herz gelegt wurde, werden wir doch gleich hier, hinter uns befindet es sich, einen Blick hineinwerfen und schauen, wie es uns überwältigt. Positiv, logisch. In die Küche. Rein in die Küche. Ja. Eine Küche, ne? Ja. Eine Küche, ne? Nee. Also. Überwältigend, würde ich sagen, die Küchengeräte. Ist da was? Hier. Das Kühlschrank. Oh Gott, jetzt bitte. Nee, das ist kein Kühlschrank, sonst würde er ja aufgehen. Pass auf, dass du mir kaputt machst. Ja, gut. Hier, ja, gut, man muss nicht jeden Schrank öffnen können. Also der Raum hier ist auch eher Corona-bedingt klein gehalten. Aber man hat einen schönen Blick. Gemütlich. Gemütlich und man hat einen tollen Blick auf unser Wohnmobil. Das ist jetzt aufgestockt. Wie gesagt, das ist vor allem schweinekalt hier. Ja. Ist eine Toilette? Also, zeig's dir gerne. Ist eine Toilette. Weißt doch, wir wollen auch das Klo haben. Klo und Toilettenpapier. Und cool. Ist, ja, was mich immer stört, ist immer, dass die Tür so nah am Klo ist, dass meine Knie und mein Kopf beim Zumachen an der Tür anstoßen. Das sieht man immer beim Aufnehmen nicht, ne? Weißt du, was ich... Aber das kann ich überhaupt nicht immer abwenden, wenn du keinen Platz zwischen Klo und Tür hast. Weißt du, was ich gut finde? Der Ersatz-Klo-Rollenhalter. Hast du ihn schon gefunden? Ja, der ist da oben. Ich weiß. Da musst du halt erst... Ja. Musst du erst mal reinkommen, so als kleiner Zwerg wie den Jomuel. Ja, also haben wir eben schon gesagt, mal abgesehen davon, dass es schweinekalt ist. Und niemand da ist und es ja dann eigentlich geputzt sein müsste heute Vormittag, wo wir angekommen sind. Da ist das Duschgel vom Vorgänger. Die Halter bei der Dusche sind hier abgebrochen. Und unten liegt der Dreck und die Fliegen noch drin. Übrigens in jeder Dusche. Also egal, welche ich euch aufmache. Hier ist noch eine offen. Da seht ihr die Dreckreste unten noch auf dem Boden liegen. Ja? Ja, es kommt noch ein anderes Wohnmobil, wir sind nicht mehr alleine. Ja. Das Spielhaus da drüben, das sieht irgendwie unvollständig aus, oder? Die Rutsche liegt am Boden, das Dach fehlt. Oder bin ich jetzt irgendwie...
Das werden wir uns gleich genau anschauen. Also die Minigolfanlage finde ich eigentlich ganz hübsch. Die ist auch ja kostenlos mit dabei. Die werden wir dann wohl auf jeden Fall nutzen werden, denke ich doch mal. Ach ja, und habe ich was zum Pool schon gesagt? Also ich habe dann gesagt, oh, hat ein Schwimmbad? Hat ein Schwimmbad, ja. Aber Schwimmbad ist Corona-bedingt geschlossen, was natürlich verständlich ist. Wobei, naja gut, irgendwann haben wir in Deutschland auch alle aufgemacht. Und hier ist, habe ich gesagt, naja gut, aber wenn das Schwimmbad nicht benutzbar ist, dann kann man ja mit dem Preis auch runtergehen in diesem Sommer. Ich bin nicht unmöglich, ich weiß es, aber ihr wisst ja, dass ich sonst auch nett und normal bin. Nur manche gucken dann immer dieses eine Video nur und denken, was ist denn das für ein Horst? Ja, ja, habe ich einfach mal gefragt. Also wenn das Schwimmbad nicht benutzbar ist, dann, ja, dann ist der Preis doch vielleicht günstiger. Nee, da kann sie ja nichts dafür, dass Corona ist. Der Preis ist trotzdem so. Gut, das ist ein Argument. Also ist ein komisches Argument, aber ist ein Argument. Kann sie ja nichts dafür. Ja, auch der Spielplatz bietet so seine Tücken. Also das Spielehaus, da hat Caro schon recht. Ein bisschen windschief. Ist ein bisschen windschief und doch schon länger nicht mehr zu gebrauchen. Und steht hier halt einfach rum. Und auch manche Schaukelangelegenheit bietet so seine Hürde, um da drauf zu kommen. Und neben dem Spielplatz, auf den man ja Kinder auch mal so lässt, so ein tiefes Loch da zu lassen ohne Absperrung, halte ich auch für bedenklich. Aber ich vermute mal, dass dieses Loch für dieses Trampolin sein soll. Aber das Trampolin steht halt auch ohne Schutz da. Also ich meine, wenn ich einen Campingplatz habe und da ja auch irgendwie ein bisschen versicherungstechnisch auch auf gewisse Sachen achten muss, dann kann ich das doch einfach nicht so lassen. Und dann, das Schlimme ist ja, also warum ich mich so komisch hier mit verbal artikuliere, ist so tun, als ob ich den Nonplusultra-Platz hier anbieten würde. Ja? Also der mich dermaßen fasziniert und überzeugt, das ist ja das, was ich im Gespräch halt gespürt habe, ja? Dass da eine Dame steht, die diesen Platz hier anpreist, als ob das hier, also die Messlatte ist hier oben. Ja? So, und ja, deswegen bin ich so ein bisschen so. Sonst stelle ich ja Plätze ein bisschen anders vor. Aber das ist ja alles nicht so schlimm, ja. Spielplatz ist nicht so dolle. Servicehaus ist nicht so dolle. Aber uns kommt es ja hauptsächlich auf das Schönstehen da an. Ja? Also uns geht es weder um das Geld noch um andere Dinge. Ich wollte es halt nur offen berichten, wie ich es empfinde. So wie es sonst von mir auch kommt. Auch wenn es in dem Video auf dem Platz ein bisschen komisch rüberkommt. Meine leicht ironische Art. Ja, und die Kinder haben ja trotzdem Spaß. Hier, guck. Macht Spaß? Also, geht doch. Am Rande hier vom Gelände, neben den etwas älteren Häuschen. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt noch mieten kann, bestimmt, aber die sehen echt extrem gammelig, obwohl er verbessert da gerade eins, sehe ich gerade an einem, baut er da gerade. Also die sind echt gammelig von außen aus. Gibt es ein kleines Grillhäuschen. Allerdings ohne Fenster drin oder irgendwas. Also wirklich nur zum Grillen. Nur zum Grillen drin. Feuer machen. Ich hab gerade überlegt, es ist ja dann hell, wenn Feuer ist. Also es ist ja jetzt nicht. Ja klar, aber du willst ja eigentlich auch hier an der Ecke irgendwo sitzen. Also. Oder nicht? Also Sitzgelegenheit oder Bank oder sowas in der Nähe vom Grill finde ich immer eine ganz, ganz schöne Sache. Eigenen Stühle mitbringen. Ja. Ja. Ja, geht ja auch. Also was uns ja auch zu denken gibt, dieser Platz hier, ihr seht ja, wie groß der ist. Also der geht ja hier in der zweiten Reihe sind ja noch Plätze. Der geht hier komplett in zwei, drei Reihen am Wasser entlang. Da hinten kann man, da ist ja noch einer gekommen, da hinten kann man noch stehen. Und das einzige Servicehaus ist jetzt dieses Haus hier. Das ist ein bisschen wenig Klos und Duschen, oder? Der läuft, der kommt, der kommt, der kommt! Wo sind wir denn? Bei 5 oder bei 6?
5 oder 6, ich weiß es nicht. Spielt das eine Rolle, wenn man das Limit erreicht? Wir sind bei 5, 6. Das ist aber ein sehr kleines Spiel. Die Mama hat schon ein kleines Spiel. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. So, ich fahre mal gerade noch, solange es noch so schön und warm und sonnig ist, hier auch duschen. Weil, wie gesagt, ist ja ein bisschen kalter in dem Duschraum. Also die Dusche ist wunderbar anzumachen, muss man nicht dauernd einen Knopf drücken, schönes heißes Wasser. Aber das ist so ein bisschen wie eine Raumkapsel duschen, weil es echt so ein Plastikding ist, ein Plastikbomber. Und es gibt auch, also es gibt zwar ein Ablusssystem, aber es funktioniert irgendwie nicht oder keine Ahnung, ist jetzt wohl in der Nebensaison schon abgestellt. Ah, und apropos Nebensaison, ich war mal vorne, habe gefragt, weil auf der Internetseite steht hier, Nebensaison 200 Kronen Grundpreis, Hauptsaison 250 Kronen. Und wir haben ja 250 Kronen Hauptpreis gezahlt plus 100 Kronen pro Kind dazu. Und da hat sie echt komisch erst in ihrem Computersystem geguckt und dann hat sie mich gefragt, obwohl der Kalender vor ihr lag und sich vorher eingetragen hat bei uns, ist denn heute 1. September? Ich meine, ja, ist doch heute, ab heute ist doch Nebensaison. Ja, dann würde ich noch Geld wiederkriegen. Ich habe gesagt, nee, danke, ich wollte einfach nur nachfragen. Also es ist echt eine komische, weil manche haben ja bei den Rezensionen im Internet geschrieben hier, super Service, super nett, super hilfsbereit. Er auf seinem Trecker hier, den finde ich echt ganz cool. Also der macht einen recht lässigen, sympathischen Eindruck. Aber sie ist irgendwie echt eine ganz komische, ich weiß es nicht. Du hast einfach das Gefühl bei ihr, vielleicht mache ich so einen komischen deutschen Eindruck oder sowas, den kann ich irgendwie verarschen oder veräppeln und da kassiere ich mal noch den Hauptsaisonpreis und da kassiere ich mal noch extra für bla 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 oder irgend sowas. Also es ist echt sehr seltsam. Ja, wobei, man sieht es ja hier, wir stehen ja so schön am Wasser, also vom Stehen hier ist es hier echt wunderschön. Was dran? Ich glaube, du hast es gut. Mach das. Hallo. Wir relaxen. Wir machen einen chilligen Nachmittag. Einen Schweden-Sonnentag machen wir heute. Eigentlich könnten wir noch kurze Hosen anziehen, so warm ist heute. Übertreib's nicht. Ich finde schon, oder? Ja. Ach Gott, ich bin ganz außer Atem. Caro hat schon angefangen mit dem Abwasch. Ich wollte noch oben auf dem Wohnmobil die Timelapse aufstellen, einschalten, damit ich sie euch gleich zeigen kann. Und dann war ich hier und dann habe ich das Handtuch vergessen. Jetzt bin ich schon wieder, muss ich ganz schön aufholen hier. Caro spült an den Kinderspülbecken, habe ich den Eindruck. Die sind ja gerade so hoch wie deine Knie. Schatzi, du bist zu groß. Ja, tatsächlich. Schade, dass die Spüle nicht andersrum ist. Denn, ach, in die Richtung hat man doch den schönen Blick zu unserem Wohnmobil. Und dem Hund, der schon wieder was kaut. Der kaut schon wieder, der frisst den ganzen Tag irgendwelches Zeug. Das ist nicht zu glauben. Und dann wundert er sich, dass er würgen muss. Guten Morgen hier von unserem Asele Camping.
Ja, das war heute Nacht richtig kuschelig. Dadurch, dass wir hier am Strom standen, haben wir natürlich über Strom die Heizung angelassen. Und da es hier nur so um die 3, 4, 5 Grad nachts hat, brauchten wir uns diesmal nicht so einkuscheln und zudecken mit 30 Decken, sondern das war eine richtig warme Angelegenheit heute. Und heute Morgen ist das Wasser hier so ruhig und spiegelglatt. Also, das ist Wahnsinn. Das ist eine richtig schöne Stimmung heute Morgen hier gewesen. Da lag noch so ein leichter Nebel auch. Und heute Nacht bin ich mal aufgewacht, als ich auf dem Klo war. Und der Mond, der hat so strahlend geleuchtet, wie so eine riesen Scheinwerfertaschenlampe mit diesem sternklaren Himmel außenrum. Auf dem Foto ist es nicht ganz so rausgekommen, aber ist trotzdem toll. Naja, egal wie es ist. Für uns geht es jetzt doch nochmal in einen Nationalpark, um ein bisschen zu laufen. Mal gucken, wie es da ist oder was wir da finden. Dann lassen wir uns ganz spontan heute überraschen, wie es da ist. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr die Schwedenreise mit uns zusammen sozusagen verbringt. Bleibt gesund, macht's gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Video auf unserem Kanal. Viel Free und Tour. Tschüssi.